Hallo Freunde des Sports und der gepflegten Unterhaltung. Wir sind hier bei FIFA 14 mit der Trainerkarriere und ja, nach der Schlappe gegen Dynamo Dresden, unserer ersten Niederlage, geht's jetzt hier weiter. Ich habe doch hier schon 100 Mal gesagt, dass du das nicht mehr scouten sollst, die Geschichte. Habe ich das nicht alles schon mal weggedrückt? Weg. Weg, weg, weg. Und weg, 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 weg. So, jetzt machen wir auch mal die Aufträge weg. Das hatten wir auch schon, also keine Ahnung. Gut, lass die jetzt gelöscht. Ich möchte das nicht mehr sehen. Und wir spielen gegen Paderborn. Da bin ich gespannt, wie das ausgeht. Auf jeden Fall müssen wir natürlich was tun, damit sich das ein bisschen ändert hier. Unsere Tabellenposition. Wir dürfen natürlich nicht weiter nach hinten durchrutschen. Und deswegen gucken wir jetzt auch mal, dass wir hier ein paar Spieler draufbringen, die formmäßig ein bisschen stärker drauf sind. Der Halstenberg beispielsweise ist hier ganz stark, was die Form angeht. Und ansonsten, ja, Kiu darf auch mal spielen. Den lassen wir nicht so häufig drauf. Nehmen wir mal für Kringe, der ist eh ein bisschen älter. Den werden wir eh nicht so lange setzen können. Und Kostas darf mal spielen für den Gonter und dann machen wir mal los. Ansonsten bleiben erstmal die Leute auf der Bank. Schachten hätte ich noch unternehmen können. Denn den werde ich eh nicht austauschen. Denn Halstenberg wird jetzt auch durchspielen. Hat sonst nämlich keinen Sinn, ihn draufzubringen. Und joa, dann legen wir los. Ach ja, eben die Spielerkarriere aufgenommen. Das ist mal eine andere Perspektive hier. Ich weiß immer gar nicht, warum. Das ist das Problem. Ich habe immer keine Ahnung, warum es bei dem einen so eine Perspektive ist und bei dem anderen so eine. Ich weiß, dass es irgendwie an der Kameraeinstellung liegt, an der Höhe und so weiter. Aber ich habe das schon versucht mal zu vereinheitlichen. Aber irgendwie habe ich es wohl noch nicht ganz hinbekommen, wie man hier sieht. Und man sieht auch, dass ich schon eine ganze Weile nicht mehr gespielt habe. Erste Chance hier vom Gegner gleich, von Paderborn. Und ich muss mich hier erst einmal gleich wieder reinzocken. Ich habe jetzt bestimmt schon seit einer Woche oder so überhaupt gar kein FIFA mehr gespielt. Also außer dem Spiel eben halt, was ich für die Spielerkarriere aufgenommen habe. Aber es ist eine andere Sache und da ist das Ding drin. Was ist denn hier los? Nikolai haut das Ding hier gleich mal rein. Oh Mann, was ein Anfang. Wie gesagt, verzeiht's mir, wenn ich jetzt hier nicht so firm bin momentan. Vielleicht fange ich mich noch innerhalb des Spiels. Ich hoffe es natürlich. Für unsere Mannschaft, Nerich. Marin, und das ist das Gegentor. Radzatkowski gleich mit der Antwort über Nerich. Nerich auf jeden Fall super gespielt und super geschossen. Für den Torwart nicht auf der Stelle haltbar und somit der Abpraller dann drin. Gut, das war doch mal eine schnelle Antwort und bestätigt das, was ich vielleicht gerade gesagt habe. Ich will mich gerade so ein bisschen dann erstmal einspielen, ein bisschen fangen hier. Normalerweise spiele ich mich so ein, aber ich habe wirklich überhaupt gar keine Zeit momentan. Und deswegen kann ich das jetzt hier nicht großartig tun. Ich müsste eigentlich schon längst im Bett sein. Aber okay. Nein! So, nein, 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 nein. Oh, der ist drin. Oh, nee, Chauner hat ihn gehalten. Ich meine, der war dann am Ende auch sehr langsam, der Ball. War dann auch haltbar. Aber anfangs sah es dann doch nach einem sehr starken Ball aus. So, Marvin Bakalorz, den kenne ich auch noch von Dortmund. Beim Gegner hier. So, und jetzt geht's los, Freunde. Auf geht's, raus auf Verhoek. Aber der ist wieder mal nicht so stark im Zweikampf, wie er sein sollte. Gib mir den Spieler. Was? Mann, Mann. Da dreht er sich weg in dem Moment, wo ich das Bein davor stelle. Und dann ist das auch ein Foul. Naja, gut. So, Bartels wieder. Der ja sowieso offensiv sehr, sehr stark. Boah, aber der Pass war nicht so toll. So, versuchen wir es mal über schnelles Passspiel. Kiu. Weiter geht's, Nerich. Nerich wieder mit einer starken Leistung hier auf jeden Fall bis jetzt. Der gefällt mir auf jeden Fall immer gut. Wir spielen natürlich auch viel über rechts, ganz klar, aber trotzdem, die Züge so zu spielen, ist auf jeden Fall auch eine Leistung. Denn Halstenberg hat es beispielsweise ja nicht geschafft, die so... Oh, Kiu, er soll da hinkommen. Halstenberg hat es ja beispielsweise nicht geschafft, das in den ersten Partien, wo wir ihn ja in den Testspielen haben spielen lassen, sich so zu beweisen, wie es dann sein Kollege hier getan hat auf der anderen Seite.
Und deswegen da nicht so eine Sicherheit da. So, jetzt Radzatkowski nochmal. Hoffentlich mit der Flanke noch. Ja, auf Verhoek. Oh, und der kommt nicht ran. Warum läufst du da jetzt in die Mitte rein, Mensch? Das kann nicht wahr sein. Ich krieg den Spieler nicht. Und der Kiu läuft automatisch in die Mitte, damit hinten auch ein Riesenloch entsteht. Das muss ich echt nicht nachvollziehen können. Hallo Spiel, wenn ich dir das sag. Kollege, hast du irgendwie jetzt hier was genommen oder was? Wenn ich hier irgendwas drücke, dann hast du das immer noch zu machen, Mann. Ach Gott, das ist ja nicht wahr. Ja, ciao, na, hau das Ding weg. Dafür war das eigentlich nicht gedacht, die Taste, aber gut. Wenn du da mal Lust zu hast, dann mach das doch einfach mal. So, Finn Bartels hier raus auf Verhoek und der ist jetzt auch frei. Und zwar so frei, dass er da zum Schluss kommt, aber nicht wirklich. Der wird dann nämlich nochmal gestört. Kurz vor Schluss. Vor Toreschluss. Steht dann doch nochmal jemand da. Mann, Mann. St. Pauli. So, und wir werden hier auf jeden Fall den Sieg holen. Das möchte ich nochmal betonen. Gegen Paderborn auf jeden Fall drinne hier der Sieg. Die sind momentan auf jeden Fall nicht mehr auf der Höhe hier, was das Spielerische angeht. Da haben wir auf jeden Fall die Vorteile auf unserer Seite. So, Radzatkowski wieder, der offensiv auch sehr wichtig. Finn Bartels läuft nicht mit und deswegen muss ich hier versuchen, in den Zweikampf zu gehen. Hätte ich das nicht gemacht, hätte er den Ball nicht gekriegt, also so oder so ist er weg. Gut. Kruse im Tor. Verhoek mal mit einem Distanzschuss, der aber sehr, sehr unplatziert und deswegen auch nur ein Schüsschen. Also momentan setzt sich dann doch eher der Nöte durch, möchte ich sagen. Egal, was für eine Stärke da jetzt auf dem Papier steht, möchte ich doch behaupten, dass der doch um einiges sicherer spielt. Als zweiter Stürmer kann natürlich Verhoek durchaus drin bleiben, denn ich weiß gar nicht, wie der dritte hieß, irgendwas mit D war es. Der hat bisher noch nicht so viel gezeigt. Hat zwar erst ein, zwei Partien mal gehabt, aber war da nicht so überzeugend. Nein, das gibt's nicht. Ah, Junge. So, Radzatkowski belohnt sich selber. Das 2 zu 0 und das zweite Tor für Radzatkowski. Das ist schon mal nicht verkehrt. Der gefällt mir auf jeden Fall sehr gut heute. Denn wo der ist, ist auf jeden Fall Platz. Und das ist wichtig. 2 zu 1 und damit haben wir das Spiel gedreht. Das ist doch mal was. Schaffen wir auch nicht aller Tage. Ich glaube, das letzte Mal haben wir das vor... oder noch mit Dortmund irgendwann gemacht. Natürlich, aber... ich glaube, das war in einem Schalke-Spiel, wenn ich mich da recht entsinne. Bin mir da aber nicht mehr so sicher. Habt ihr ja auch nicht alle im Kopf, die Spiele. Vor allen Dingen sind es ja für mich auch noch ein paar mehr Spiele, weil ich ja Spieler- und Trainerkarriere habe. Wenn ihr jetzt zum Beispiel nur die Trainerkarriere habt, dann könnt ihr euch vielleicht eher dran erinnern. Also, wenn ihr jetzt nur die Trainerkarriere verfolgen solltet. Gut. Also, bisher ist doch schon mal ein bisschen was gut gegangen. Auf jeden Fall das Passspiel vorne nicht so schlecht, wie es schon in Spielen davor war. Warum läuft denn jetzt er nicht weiter? Das verstehe ich nicht. Läuft die ganze Zeit. Und wen kriege ich dann in dem Moment, wo ich den Pass nach vorne spielen will? Wieder den anderen Spieler. Das ist irgendwie noch nicht so ganz optimal hier gerade. Gut. Jetzt geht's in die Halbzeit. 2 zu 1 vorne. Und ich hoffe, das halten wir auch. Und wir verbessern dadurch dann hoffentlich auch unsere Tabellenposition. Was ja noch viel wichtiger ist als dieses Spiel hier alleine. Ich glaube, Paderborn wäre mit einem Sieg auch vor uns. Ich weiß nicht, ob die so auch vor uns waren. Kann gut möglich sein, da wir ja zuletzt auch verloren haben gegen Dresden. Ich weiß gar nicht, ob wir danach nochmal geguckt haben, wo wir denn in der Tabelle jetzt unterwegs sind. Gut, Bartels mit einer schönen Flanke, aber überstiegen in der Mitte der Verhoek. Tribul auch eine schöne Flanke und das ist, wow, eine super Chance gewesen für Verhoek, aber wieder nicht. Der trifft den Kasten einfach nicht. Gib mir den. Na, Bacalords schafft's hier nicht, sich durchzusetzen. Nehrich natürlich wieder dran am Ball. Also ich muss sagen, Nehrich
macht das ziemlich gut, auch wenn er hier nur klären konnte, aber mehr war da glaube ich auch nicht drinne in der Situation. Schön gemacht, Schauner. Da muss er nochmal ganz tief in die Ecke. So, Halstenberg, den hältst du uns bitte vom Tor weg. Oh, der hat sich nochmal durchgesetzt. Oh, aber ein Glück neben das Tor. Nikolai, der hat ja gleich das erste Tor gemacht. In der, ich weiß gar nicht, 4. Minute, glaube ich, war es. Oder 5. Minute. Oh, wo passt du denn hin? Ach Gott, das war gar nicht. Tja, klasse. Klasse Sache. Das war sowas von unnötig, der ganze Zug. Das verbuchen wir mal unter passiert und vergessen. So, jetzt müssen wir aber langsam mal unsere guten Leute draufbringen. Also der Verhoek hier momentan überhaupt nicht überzeugend und mag seine Chancen haben, aber macht sie dann nicht. Das war auch vorher schon so der Fall. Der Verhoek hatte mehr Chancen, hat die aber immer nicht genutzt. Ich habe einfach nur gedacht, dass es besser ist, jemanden zu haben, der sich mehr Chancen rausspielt, weil man dann ja auch mehr verwandeln kann. Aber momentan sieht es so aus, als würde der einfach nur mehr Chancen haben, aber die fast alle verknallen und deswegen bringt uns das natürlich wenig, ne? So, dann schauen wir mal, dass wir die Daube nochmal draufbringen. Die will ich auch noch ein bisschen testen. Die haben wir auch noch nicht so viel drauf gehabt. Der Verhoek auf jeden Fall runter. Und ansonsten kann der T nochmal drauf gegen... Ja, gegen Bartels. Der spielt halt auch ständig. Muss ja auch nicht immer sein. Auch wenn er immer gut spielt oder fast immer. Also momentan wirklich so die Pfeiler des Spiels sind so die Leute auf der rechten Seite. Mit Bartels, mit Nerich und jetzt geht's hier mal über links, wo wir gerade gesagt haben, dass die rechte Seite so toll spielt. Und Radzatkowski über links natürlich auch ziemlich stark, vor allen Dingen in den letzten, in der letzten Partie und davor offensiv auch so ein kleiner Motor bei uns, aber nicht immer von Erfolg gekrönt, was er so macht. Heute natürlich dann doch relativ gut unterwegs und deswegen auch über das gesamte Spiel gesehen dann doch der beste Spieler bisher. Auch wenn Nerich meiner Meinung nach knapp dahinter folgen müsste. Weil er halt nicht nur nach vorne, sondern auch nach hinten gut arbeitet. Boah, Buchtmann, Mensch! Geh doch da ran, Junge! Die mit ihren komischen Seitschritten hier, das muss echt nochmal ein bisschen geändert werden, Freunde. Tribul... Wieder zurück zu Tribul und der da hat eigentlich noch ein bisschen Saft, oder? So, Radzatkowski, ja, na klar. Was ist denn das bitte? Wir laufen gegen ihn gegen und der Ball geht nur über seine Füße drüber und in dieselbe Richtung weiter. Also, der ist ja nicht mal abgeprallt. Ich wollte ja eigentlich einen Einwurf provozieren, aber das war nicht so wirklich möglich. So, jetzt kommen die neuen Leute. Mal sehen, ob Nöte hier gleich mal zeigt, dass er die bessere Wahl ist. So, mal gleich raus auf T. Ja. Habe ich mal nicht geköpft, aber war wohl nicht die beste Variante. So, Nerich hier mit eigentlich einem fairen Zweikampf. Sah nur ein bisschen gröber aus, das Ganze. Oh, Halstenberg, schade. Halstenberg, nein, schade. Und der wäre noch nicht mal reingegangen. Ich dachte schon, dass hier der Linksverteidiger trifft. Wäre ja auch mal was für den jungen Herren. Daube! Oh mein Gott, den hat er ja gar nicht verzogen, wa? Alle Zeit der Welt und zieht das Ding sonst wohin. Schussgenauigkeit bei Null, wa? Oder einfach nur keine Fernschussfähigkeit. Beziehungsweise eine relativ schlechte Fähigkeit. So. Jetzt geht's hier wieder über links. Ihr seht, ich spiele fast immer über die Seite, die hier unten am Bildschirm ist, weil ich so ein blindes Huhn bin. Ja, kommt ihr mal ran oder wie ist das? Nicht so? Ne? Ach, warum? So, Halstenberg jetzt mit der Flanke und die kommt gut. Aber wieder nichts. Ah, da muss echt ein bisschen mehr Effizienz rein, Jungs. Daube hier. Hallo, gib mir den Spieler nochmal 2,5 Stunden vorher. Dann kann ich damit auch was anfangen. Gibt's gar nicht. So, genug jetzt hier. Was? Der war am Aus. Naja.
Die Wiederholung zeigt dann meistens, dass er wirklich im Aus war, aber im ersten Moment sieht man das immer kaum, weil dann das Bein so ein bisschen auch den Weg verdeckt. Radzatkowski! Oh, ich dachte schon, dass er hier das dritte Tor macht. Warum auch nicht? So effizient möchte ich dann doch sagen, ist hier selten mal einer gewesen. Auch bei unserer anderen Mannschaft nicht. Das war meistens dann, wenn dann Aubameyang, der größtenteils nicht so toll gespielt hat und dann irgendwann in der entscheidenden Situation getroffen hat, beziehungsweise sogar, oh, zwei, dreimal getroffen hat. Was ist denn hier los? Haut den Ball weg. Oh, wäre der reingegangen, Freunde. So unverdient. Aber solch ein Schnitzer da hinten. Oh. Also Pauli eigentlich spielbestimmt, aber dann doch ein paar mehr Schnitzer, als wir das gewohnt sind von Dortmund. Deswegen immer noch sehr, sehr spannend das Ganze. So, Radzatkowski, nee, den schaffst du nicht mehr zu erlaufen. Dafür ist er auch wirklich genug gelaufen heute. Ah, kann er nicht den nochmal anköpfen? So, komm. Keinerlei Schnitzer mehr und das Ding ist gegessen. Was? Da kostet das. Was jetzt? Was nu? Ich wollte gerade sagen, also wenn du jetzt hier einen Elfer gegeben hättest, ich weiß aber nicht, wofür die gelbe jetzt sein soll. Ach so, na gut. Kann man geben. Dann 5 Minuten Nachspielzeit, da können wir nochmal 2 Angriffe starten eigentlich, wenn er die 5 Minuten noch durchlaufen lässt. Ist auch nicht unbedingt garantiert. Oh, Radzatkowski, also ganz ehrlich, das ist ein Spiel heute von dem, das ist echt Wahnsinn. Vor allen Dingen, wie der an die Bälle noch rankommt. Das schafft kein anderer heute. Und so unbedrängt, ich weiß nicht, warum der nicht bedrängt wird. Die anderen haben hier ständig Probleme und der, ich weiß nicht, ob der so beweglich ist oder was, keine Ahnung. Irgendwie kommt es mir so vor. So, wieder Radzatkowski und da oben läuft jemand. T wieder. Diesmal aber mit einem schönen Pass und Daube! Daube macht ihn! Das 3:1 und jetzt ist der Deckel drauf. Der hat jetzt auch gezeigt, dass er was kann. Den haben wir ja so mal ein bisschen testen wollen in den letzten 2-3 Spielen. Und ich möchte sagen, in dem Spiel war er jetzt gar nicht so schlecht. Auch vorher schon mit einer Aktion in der Offensive zu sehen. Natürlich erwähne ich das immer dann, wenn er danach trifft. Das ist natürlich so, aber ich sag mal so, sonst brauche ich das auch nicht erwähnen, weil eine Situation, die nicht wirklich zu einem Tor führt, ist nicht immer eine gute. Gut, Radzatkowski macht mit einer 8,8 das Spiel seines Lebens. Und wir schauen nochmal auf die Tabelle, wo Paderborn jetzt auf Platz 2 gerutscht ist. Ach, die waren auch sogar Erster wahrscheinlich. Und jo, die hatten als einzige Mannschaft alle Spiele gewonnen. Wir haben sie jetzt geschlagen. Und das heißt, dass wir auf Platz 4 vorrücken. Zumindest vorerst. Bochum könnte noch vorbeiziehen. Das sehen wir dann beim nächsten Mal und ich würde sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Euer Shuto.